So, gucken wir uns mal ein Beispiel an. Wenn ich jetzt eine Turing-Maschine beschreibe, nehmen wir mal die folgende. Die besteht aus zwei Zuständen, aus den drei Zeichen A, B und Blank. Übergangsfunktion, Startzustand ist Q0 und Delta definieren wir wie folgt. Das schreibe ich dann eigentlich ganz gerne so hin. Das ist sozusagen die linke Seite, also das, was ich in die Übergangsfunktion reinstecke und was kommt da raus? Q1L. Das heißt, Bedeutung wäre, wenn ich im Zustand Q0 bin und ich lese ein Blank, dann gehe ich über in den Zustand Q1 und gehe einen Schritt nach links. Eine wichtige Sache habe ich noch vergessen, die erkläre ich aber gleich. Und was habe ich noch an Funktionen? Ich bin in Q0, ich lese ein A und was passiert? Ich bleibe in Q0 und mein A bleibt so bestehen. Q0b, auch das bleibt. Dann mache ich hier weiter. Q1, Leerzeichen und ich gehe in den Haltezustand über. Und ich bin in Q1 und lese ein A und gehe in Q1 und schreibe ein B. Und wenn ich ein Q1 habe und ein B lese, gehe ich in Q1 und gehe nach links. So, das hatte ich eben gerade vergessen hier. Ich gehe mal davon aus, dass die Startkonfiguration immer wie folgt aussieht. Das ist dieses Ding hier. Startkonfiguration ist immer Startzustand S. So, dann ein Leerzeichen, das Eingabewort. Ein Leerzeichen nach der Eingabe und der Schreiblesekopf befindet sich hinter der Eingabe. Das ist immer sozusagen meine Startkonfiguration. Alle Programme, die ich jetzt hier schreibe, die gehen von dieser Startkonfiguration aus. Ja, sozusagen, als wenn Sie Ihren Rechner hochfahren und dann irgendwie eine Eingabe laden. So, was macht das Ding hier? Wir wenden das einfach mal an auf die folgende Eingabe. Anwendung auf Eingabe, welchen nehmen wir? So, Startkonfiguration wäre die folgende. So, das wäre jetzt die Startkonfiguration. Das heißt, wir sind im Zustand Q0. Blank, ABA, BBA, Blank. So, und jetzt gucken wir uns einfach an. Jetzt rechnen wir los. Die nächstfolgende Konfiguration wäre, wir gucken uns einfach den Zustand an, Q0. Wir sind an dem Blank, das heißt, das wäre hier Regel 1. Ich male das mal hier drunter. Also Regel 1, das heißt, wir gehen in den Zustand Q1 über. A, B, A, B, B, A und haben das A. Jetzt sind wir im Zustand Q1, wir lesen ein A, das ist die Regel 5. Wir bleiben im Zustand Q1. So, und aus dem 1... aus dem A machen wir ein B. Und als nächstes, bleiben an der gleichen Position. So, und als nächstes käme die Regel 6. Wir sind im Zustand Q1, lesen ein B, bleiben in Q1 und gehen einen Schritt nach links. Das heißt, wir bleiben hier und jetzt sind wir hier. Das gleiche nochmal, Regel 6 und jetzt sind wir da. Wir können nochmal Regel 6 anwenden. Da sind wir unter dem A. Jetzt können wir wieder unsere Regel 5 anwenden. Zustand Q1. Wir lesen ein A und ersetzen dieses A durch ein B. Jetzt kommt nochmal die Regel 6. Wir sind jetzt hier hingerückt. Nochmal die Regel 6. Jetzt sind wir unter diesem A hier. Jetzt kommt nochmal einmal die Regel 5. Jetzt würden wir das A nochmal wieder zu einem B machen. Sind hier. Jetzt kommt wieder die Regel 6. So, jetzt lesen wir Q1 und das Leerzeichen. Gucken wir nochmal nach, was das war. Q1 Leerzeichen heißt, wir gehen in den Haltezustand über und bleiben quasi auf dem Zeichen. Das war Regel 4, H. So, und jetzt H heißt, da passiert nichts mehr. Wir sind in einem Haltezustand. So, was hat die Maschine gemacht? Ja, die hat uns jetzt nicht Ja oder Nein geliefert, wie wir das bei den endlichen Automaten kennengelernt haben, indem wir nämlich angucken, sind wir in einem finalen oder nicht finalen Zustand. Die hat wirklich was berechnet. Ja, die hat sozusagen die spektakuläre Aufgabe vollzogen, dass wir alle A's in dem Wort durch ein B ersetzt haben. Wir haben also wirklich irgendwie so eine String-Manipulation beispielsweise gemacht. So arbeitet eine Turing-Maschine.